So, Leif Vassilovenzjecke, heute Kooperation Oche Alav und Karneval in Aachen mit dem designierten Märchenprinz Paul III. Paul, heute schwärmen alle um dich herum. Was ist das für dich für ein Gefühl, auf einmal so im Mittelpunkt zu stehen? Also, ich finde das ein schönes Gefühl. Ja, und das ist schön. Ja, Paul, bisher musstest du ja stillschweigen darüber bewahren, dass du eine besondere Rolle im Karneval demnächst spielst. Was denkst du denn, was deine Klassenkameraden und Klassenkameradinnen sagen werden? Ich denke, die werden sich darüber für mich freuen und ja, die werden sich über mich freuen und ja. Vielleicht unterstützen sie dich auch. Kannst du dir vorstellen, dass du auch die Klasse mal besuchen wirst oder die ganze Schule besuchen wirst? Ja, das wird auf jeden Fall sein, weil am Donnerstag, da besuchen wir ja die Schulen und dann ist die Domsing-Schule immer dabei und das finde ich eigentlich auch schön. Ja. Die werden ja mit Sicherheit auch alle dabei sein, wenn du proklamiert wirst. Ja, ich denke schon. Du bist jetzt 2 Jahre im Hofstaat gewesen und jetzt bist du selber der Prinz. War das für dich immer so ein Wunsch, auch einmal Prinz zu sein, Märchenprinz in Aachen? Ja, das war ein sehr großer Wunsch von mir. Ich hab sehr, sehr gehofft, dass ich es irgendwann mal werde und jetzt bin ich es, ja. Was denkst du denn? Was ist denn das Besondere, Prinz zu sein? Dass man einfach mal so im Mittelpunkt steht und Karneval auch so der Chef ist, also ja. Mhm. Und einfach auch mal die Känger so ein bisschen regieren kann, ne? Ja, das finde ich auch schön. Als du erfahren hast, dass du Prinz werden wirst, jetzt endlich nach 2 Jahren im Hofstaat, was war denn die erste Reaktion? Ja. Gott sei Dank. Also, wa? Ja, ich habe mich einfach super gefreut, als der Herr Rademacher zu uns kam und dann mir sagen wollte, dass ich Märchenprinz werden will. Ja. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass die Session angefangen hat, worauf freust du dich denn am meisten? Auf den Kinderzug am Karnevalssonntag. Dann können wir schön Kamele schmeißen und ja. Jetzt hast du ja heute schon ein Utensil bekommen. Da fragt der Gerd jetzt mal was zu. Ich denke, das ist doch auch schon eine schöne Sache, wenn man jetzt eine Kappe bekommen hat. Aber das Schlimme ist wahrscheinlich, dass du sie noch nicht anziehen darfst. Ja, das finde ich eigentlich schade. Also schade jetzt nicht, aber ich darf es ja irgendwann mal anziehen. Zu Hause so im Kämmerchen mal anprobieren, ne? Ja, mal anprobieren, ob sie passt. Und passt sie? Ich weiß es noch nicht. Okay, müssen wir mal gucken, ne? Ja, nun kannst du das ja ganz, ganz geschickt machen. Du wächst ja bis Karneval noch ein bisschen. Ne? Das könnte ja sein, wenn du die Kappe jetzt anziehst, dass sie dann in einem Monat gar nicht mehr passt. Also ich würde dich schon mal regelmäßig probieren, ob sie noch passt. Ja, ne? Sonst, in jedem Fall. Ist doch klar. Das musst du natürlich zu Hause machen. Und am besten im Dunkeln, oder? Ja, am besten im Dunkeln, weil sonst sieht es dann noch jemand und ja. Das wäre schlecht. Ja, Gerd, hast du noch eine Frage auf der Pfanne? Du hast natürlich auch ein Motto. 6 mal 11 Jahre wird im nächsten Jahr, also 2016, der Akika. Und was für ein Motto hast du, so ein Prinzenmotto? Mit der Känger eine närrische Kur als 6 mal 11 Jahr öscher Kultur. Deine Höhepunkte werden jetzt sein, am 11.11. wirst du vorgestellt bei dem Bürgermeister im Weißen Saal. Und dann gehst du auch rauf auf diese Veranstaltung, 11.11. wir wecke Öscherjecke. Und dann am 10. Januar, dann ist dein ganz großer Tag, dann wirst du proklamiert. Und du freust dich sicher. Ja, sehr, sehr. Jetzt hat ja Karneval auch schon mal so das Problem, dass man in einer etwas anderen Sprache spricht. Ich meine, unsere Heimatsprache, das Öscherplatt. Kannst du da was in Öscherplatt schon sprechen? Verstehst du das? Ja, das verstehe ich schon. Also ich mache jetzt beim Öscherplatt-Wettbewerb in 2 Monaten, 2,5 Monaten mit. Und
da freue ich mich auch schon drauf und ich kann eigentlich gut Echauffeur. Ja. Du kannst es sprechen und verstehen? Verstehen auch, ja. Ja. Und wo hast du das gelernt? Das habe ich einfach nur so bei meiner Uroma, die kann das sehr, sehr gut. Die hat das früher noch als Kind gesprochen und daher habe ich das halt. Das ist schön. Gut zu hören, dass junge Menschen auch jetzt schon Echauffeur mitbekommen. Unsere und noch eine Uroma hat. Ja, da können wir eigentlich nur sagen, eine junge Format. Viel Erfolg. Und das Interview mit dem designierten Märchenprinzen, der im nächsten Jahr proklamiert wird, ist natürlich nachzusehen und auch nachzulesen auf den beiden Internetseiten. Einmal www.karnevalinaachen.de und ochealaf.com. Viel Plaisir. Alaf. Alaf.